Schild bereit. Ein bisschen hier ran können wir. Ah, ja. Die müsste ich jetzt kriegen, Pfeile oder? Bereit. Die hätte ich nämlich auch gern das los. Das ist leider nicht möglich. Rücken auf. Die stören mich. Das ist leider nicht Sind möglich. Doof. Und Speicher. Schild bereit. Näher ran, bitte. Schützen bereit. Müsste eigentlich klappen. Oh, fuck. Gemeine Kacke. Nee, so nicht. So nicht. Die müssen wir doch noch weiter ausdünnen. Im Voraus. Sind auf dem Weg. Bogen gespannt. Die müssen weiter vorausgedünnt werden. Schild bereit, mein Herr. Oder ich habe hier Lanzenträger ums Eck. Das könnte ich natürlich auch noch machen. Ihr könnt auf uns zählen. Damit müssen wir aber auch vorsichtig sein. Nachher werden wir von irgendwelchen Stellen wieder beschossen. Oh, okay. Noch einer mit ganz wenig Lebenspunkten. Der ist eigentlich schon mit einem Messerpiekser tot. Oder wir machen so. Auch gut. Was? Schild bin zur Stelle. Alter, da kommen Pfeile. Eure Lordschaft. Shit. Wohin gehen wir? Moment. Ja, es ist natürlich doof, wenn sowas passiert. Und wir haben da gespeichert. Allzeit bereit. Nee, kommt mal wieder zurück. Das schlechte Idee. Ganz ehrlich, schlechte Idee. Eure Lordschaft. Schild bereit. Ihr kommt vor. Das speichern wir nochmal so. Und jetzt brauchen wir aber langsam mal einen zweiten Speicherslot. Wir sehen, dass da oftmals was schief gehen kann. Mein Bogen ist Schild euer. Bereit, eure Lordschaft. Mein Herr? Vorsicht. Schild bereit, bin zur Stelle. Eure Lordschaft. Ich höre Armbrustschützen schießen. In Bewegung. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit. Bogenschützen bereit. Schild bereit, eure Lordschaft. Geht noch. Noch ist keiner gestorben. Bogen auch von den Schilden bereit, nicht. Kommt, mach die tot. Ach du Scheiße, Pikiniere. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Zurück. Rücken aus. Zurück. Unerreichbar. Lanzenträger, vor. Schild, ja. Nennt euren Schild bereit, eure Lordschaft. Ja, bitte. Ah, Mist, dieser Armbrust. Warum hat er die Mauer besetzt? Boah. Und Shit. Nee. Zurück. Mein Bogen ist euer. Tatsache, der hat die Mauer besetzt. Arsch. Den müssen wir wegkriegen. Der piekst uns hinten rein. Aber es scheint gut auszuschauen, den kriegen wir gut. Hier vorne mit den Pikinieren, das ist ja auch noch machbar. Hier, die Armbrustschützen kriegen wir gut so weggeschossen. Funktioniert auch. Ja, stimmt. Hin und wieder besetzen. Ich wusste, dass Bogenschützen das machen, aber dass Armbrustschützen das tun? Mauern besetzen einfach mal so? Das ist mir jetzt auch neu. Ja, vielleicht liegt das an den Einstellungen. Weil ich habe jetzt gehört, von wegen, dass Streitkörperkämpfer losstürmen, Ausfälle machen, genau wie Ritter. Liegt es daran, dass sie einfach auf aggressiv gestellt sind? Wenn Streitkörperkämpfer und Ritter auf aggressiv gestellt sind, machen sie Ausfälle. Von der KI aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bogenschützen und Armbrustschützen so ist, wenn sie auf defensiv gestellt sind, besetzen sie automatisch so Mauern und Türme. Zumindest so, wenn sie von der KI gesteuert werden. Das ist natürlich eine interessante Sache, die ich so an sich noch gar nicht wusste. Wohin gehen wir? Also ich nehme das mit der Defensivhaltung nehme ich mal an. Aber es ist sehr logisch, dass es so ist. Sagen wir es mal so. Lasst mich durch, ich bin Arzt. So hätte es ganz einfach sein können, oder? How it should have ended. Und Speicher. Okay. Weiter vor. Eure Lordschaft. Schild bereit. Kriege ich die Bogenschützen hier nicht? Ziel angepeilt. Ganz leicht. Lohnt sich das? Nee, kommt. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild mein Bogen ist positioniert. Sicht. Die kriege ich so. Die Armbrustschützen schießen nicht. Schild bereit, mein Herr. Erledigt. Eure Leute! Zur Stelle. Pfeile bereit. Hört doch mal auf! Oh, falls ihr gerade irgendwas hört, da wird irgendwie gerade... Irgendjemand ist wohl gerade am Rumhandwerken. Bogen gespannt. Na, kommt schon. Bereit. Der kann die ganze Zeit auf uns schießen. Wir schießen nicht so. Kommt. Mein Bogen ist euer. Womit kann ich dienen? Schild bereit, oh, eure Lordschaft. Fuck. Schild, mein Herr? Nennt euren Wunsch. Das gefällt mir überhaupt nicht.
ein Kinderspiel. Ja, bitte. Waren da gerade Fallen? Nee, dachte schon gerade, ich hätte irgendwo eine Falle gesehen. Okay. Das gibt mal die Unterkategorie 2. Und Speicher. Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Neu positioniert. Schnell durch und nicht beschießen lassen im Idealfall auf dem Weg. Alter, dreimal angedeutet und dann getroffen. Arsch. Okay, von da. Und bitte bleibt zusammengeknuppelt. Kriegen wir den? Visiere an. Den kriegen wir nicht. Mann. Blöde Kacker. So klappt's. Okay. Den Lanzenträger. Okay, dann eben nicht. Noch alles da? Noch alles da. Gut. Und speichern. Schild, mein Bogen ist euer. Den Armbrustschützen bitte. Na kommt schon. Das können wir dann wieder. Alter, da schleicht ihr sich an. Der Lump. Okay, wisst ihr was? Das ist vermeidbar. Ja. Bogen gespannt. Da kommt er, glaube ich. Na, warte. Und jetzt aber. Zack. Ohne einen Piekse. Ohne Currypulver, ohne Piekse. Und Speicher. Schild bereit. Die kriegen wir auf jeden Fall. Den kriegen wir auf jeden Fall. Ich hätte ja nichts dagegen, mich jetzt einen offenen Schusswechsel mit ihm auseinanderzusetzen, aber den treffen wir ja noch nicht mal richtig. Das ist so gemein mit den Höhenvorteilen hier. Irgendwo hier am Rande, darüber. Ja, entweder gehen wir dann da weiter, weil wir hier schon gut gesäubert haben, oder wir gehen da oben weiter. Wo wir noch durch ein Tor aus müssen und vor allem noch an dem Turm vorbei mit den 4 Bogenschützen drauf. Hier haben wir im Prinzip nichts wirklich großartig Gefährliches mehr dann. Da sind wir dann relativ schnell da. Ich glaube, sobald wir hier sind, können wir auch drüber nachdenken, einfach zu stürmen. Wozu länger hier verbringen, sagen wir es mal so, als notwendig. Es ist ja nicht mein Ziel, hier alles zu säubern. Ich suche mir den schönsten Weg raus und gehe durch. Und ab einem gewissen Punkt können wir einfach drüber nachdenken, mit dem, was wir haben, zu stürmen. Na endlich! Vielleicht sind wir sogar jetzt schon so weit, könnte ich mir vorstellen. Aber ich gehe dann doch lieber ein bisschen vor. Na gut, wir können dann klar einfach laden. Natürlich. Aber ich bereite dann doch lieber noch ein bisschen mehr vor. Mein Herr? Ziel angepeilt. Aber ich glaube schon fast, dass die Zahl jetzt reichen könnte eigentlich, um da ranzustürmen, aufzumachen und durchzugehen. Aber er hat da noch Kohlepfannen. Das gefällt mir auch nicht. Vielleicht brennt hier noch irgendwas. Und Fallen könnten auch noch welche da sein. Eure Befehle? Ja, es wäre so schön, wenn wir hier hoch könnten, aber geht ja nicht. Weil dann könnten wir ja auch die Plattform besetzen. Lustig ist, die können wir auch zerschießen mit Pfeilen. Funktioniert prinzipiell, aber es dauert lange. Schild bereit! Bin zur Stelle! Ich glaube, es ging, dass man die Holzplattform zerschießt. Mit Pfeilen. Ja. Irgendwann stecken einfach so viele Pfeile dran, dass es durch das Gewicht einfach zusammensackt. Bogenschützen bereit. Na, jetzt kommt schon. Ein Pfeil. Danke. Da hinten kriegen wir den auch noch so. Ja, kommt. Das dauert nicht so lange. Die Armbrustschützen brauchen halt so lange, bearbeitet zu werden. Mein Herr? Zum Glück gibt es hier noch nicht schwer gepanzert. Ich habe ja immer gesagt, das wäre cool, aber ganz ehrlich, die sind so schon zu stark. Wie braucht man die auch noch in schwer gepanzerter Variante? Bogen gespannt. Crusader hat einem gezeigt, worin der. Also Crusader 2 zeigt einem, worin das endet. Das sind einfach absolute Übereinheiten. Wäre nicht die geringe Reichweite, wären das die ultimativen Truppen. So, den da hinten kriegen wir jetzt auch mal so weit. Wie es mit dem hier ausschaut. Ja, ich will ja, wie gesagt, glaube ich, da lang gehen, jetzt rechts. Das Problem ist jetzt rechts. Wir haben sowohl von unten als auch von oben. Ich weiß nicht, ob die uns nerven können, aber ich glaube, wenn wir dann diesen Weg lang gehen, also nicht da unten lang, sondern hier lang, dürften die uns da unten nicht nerven können. Das ist zu weit weg. Problem ist halt, dass wir von vielen Ecken beschossen werden können. Wenn wir ganz oben lang gehen, da haben wir ein bisschen weniger Probleme, was das angeht. Aber da müssen wir an dem Turm vorbei. Der dürfte an sich auch kein großes Problem sein. Dafür haben wir die Schilde.
Eigentlich schon, oder? Bevor wir uns hier rumärgern, machen wir einfach den Weg da oben. Das ist ruckzuck gemacht. Mit den Schilden und den Bogenschützen. Das dürfte eigentlich trotzdem relativ schnell ausgeschaltet sein. Weil ganz ehrlich, hier ist mir einfach noch zu viel Zeug außenrum. Das sind so viele Ecken, wo man genervt werden kann einfach. Von daher mache ich hier schnell noch das weg. Schild bereit. Der Bogenschütze ist nicht das Problem. Wow, du hattest gut Lebenspunkte verloren. Dann lasse ich es doch noch. Der Bogenschütze hier ist weniger das Problem. Mehr das Problem. Schild bereit. Ziel angepeilt. Ist der Armbrustschütze da? In der Zwischenzeit kann ich schon mal mit den Armbrustschützen, genau. Mit den Lanzenträgern weiter vor. Und Streitkampfkämpfer können auch schon mal in Position gehen. Ja, dann gehe ich weiter hoch. Dann mache ich doch den Weg oben lang. Gefällt mir dann doch besser. Weil hier mittendurch, wie gesagt, dann wird von dort wieder gepiekst. Und dort. Das sind einfach zu viele Schlupflöcher, wo sich einfach noch Einheiten aufhalten können. Ja, was ist? Sie mal angesprochen fühlen. Wisst ihr was, da gehe ich jetzt durch. Und Speicher. Schild bereit. Wird aber gemein. Bogenschützen bereit. Das ist leider nicht möglich. Okay. Schild, er kommt. Und schießen, 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 schießt. Schild bereit. Kriegen wir denn so besser? Bogen gespannt. Wäre auch zu schön gewesen, aber gut. Können wir wieder speichern. Und Speicher. Dann rüber. Halt. Okay. In Bewegung. Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Sehr schön. Das ist leider nicht möglich. Das war super. Und Speicher. Das Schöne ist ja wirklich von der KI, wenn die den Bogen gespannt haben und ihr Ziel stirbt, dann brechen sie nicht den Schuss ab. Nein, die machen den Schuss dann tatsächlich auf den nächsten. Schild bereit. Also was gerade Pfeilphysik und Bogenschützenverhalten angeht, finde ich Stronghold einfach klasse. Schild ja. Neu positioniert. Den kriegt man wunderbar. Schild den kriegt man nicht, das ist nicht so wunderbar. Toll. Das hat am Anfang hat es echt gut ausgeschaut, muss ich ja sagen. Müssen wir erstmal hier gucken. Irgendwo hier hat jemand geschossen. Ziel angepeilt. Kriegen wir den Armbrustschützen jetzt doch. Ja gut, den kriegen wir ein bisschen besser von hier aus. Da treffen ein paar mehr. Alter, warum? Okay, die treffen das Schild. Aber trotzdem nervt es, dass die hier wieder einen auf... Das ist leider nicht möglich. Schild bereit, eure Lordschaft. Pfeile bereit. Einen auf, ich laufe wieder fröhlich durch die Gegend machen müssen. Schild bereit, eure Lordschaft. Vielleicht kann ich euch Abwehrhaltung geben. Wuselt ihr dann, wenn ja, die Schilde ab. Schild auf Angriffshaltung. Wie wär's? Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Ja. Na, kommt schon. Der geht jetzt noch tot. Ich will dann eh da lang. Nee, Quatsch, wollte ich doch nicht, ich will ja da lang. Von daher, der Bogenschütze dürfte vielleicht gar kein Problem mehr sein. Den können wir lassen. Der darf und leben. Speicher. Ausnahmsweise. Das ist leider nicht möglich. Na egal. Schild bereit. Gehen wir darüber. Mein Bogen ist euer. Gucken dazu. Jetzt kriegen wir, glaube ich, alle. Die Schilder, Bogenschützen werden nicht beschossen, die Schilder halten. Die Frisur hält. Den kriegen wir nicht richtig, oder? Jetzt kriegen wir einen sehr schön. Zu freundlich, zu entgegenkommend im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön, jetzt können wir ein ziemlich großes Stück laufen. Kommt mal dazu. Ich hab ein bisschen Angst vor Fallen gerade. Aber bis jetzt läuft's noch, okay. War jetzt ein kleines Risiko. Bogenschützen bereit. Inwiefern, wenn man wieder laden kann. Ziel angepeilt. Hier drüben das vielleicht mit was? Leider nicht möglich. Bis zumindest aufgeschossen wurde. Aufgeschossen, also aufgepiekst wurde das Torhaus. Pfeile bereit. Ja, kommt, ein bisschen können wir vorschwächen. Ja, dann macht mal uff. Kinderspiel. Die Butze. Hä? Schild bereit, mein Bogen ist euer. Euer. Mein Herr? Hey. Eure Befehle? Eure Lordschaft. Womit kann ich dienen?
Und auf den Landenträger. Zack. Schöne Falle vorbereitet. Der Armbrustschütze da drüben. Er muss sterben. Gehen wir? Gegen? Mit Vergnügen, Herr. Allzeit bereit. Bogenschützen. Bereit. Der schießt noch nicht, das ist gut. Ich hatte schon Angst. Du wirst einfach ersetzt. Eiskalt, oder? Das ist... Wir haben sehr, sehr viel Gold zur Verfügung. Ja, bitte. Na, wir haben doch, wollte ich schon sagen, haben wir noch 14? Okay. Passt. Wir müssen auch wieder mal mit dem Einser speichern. Schild bereit, eure Lordschaft. Vorwärts. Eure Befehle. Hinterher. Battle mit dem Armbusschützen. Fuck, fallen! Fuck, fallen! Ja, wir kriegen. Bereit, ja. Na, verflucht! Und klar. Muss ich Lanzenträger vorschicken, aber die werden dann. Eure Lordschaft. Das ist gemein. Wohin gehen Gut. wir? Dann. Sehr wohl, mein Herr. Was? Manchmal haben wir noch so wenig Lanzenträger? Okay, die haben wir gegengeschickt, da waren, glaube ich, so viele Fallen. Das kann sein. Gut, dann deckt noch ein bisschen auf, bitte. Wofür seid ihr da? Wohl, tut euren Job. Sehr schön. Wir rücken auf. Das ist so gemein, oder? Wir haben, wo haben wir so viele Lanzenträger jetzt verloren? Bereit, eure Lordschaft. Das ist natürlich doof, aber gut. Womit kann ich dienen? Schild bereit, mein Herr. Ist nun mal passiert. Schild bereit, mein Herr. Bogen gespannt. Dann ist der jetzt erstmal weg. Gut, ganz ehrlich, wir sind jetzt an dem Punkt. Wollen wir stürmen? Das schaffen wir jetzt locker. Wir haben genug Streitkolbenkämpfer, da muss es schon zum Teufel zugehen. Ich meine, ganz ehrlich, hier jetzt noch durchzukämpfen, zack, 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 die paar Bogenschützen sind nicht das Problem. Die paar eigentlich auch nicht. Durch, durch, durch. Wir probieren es mit dem Sturm. Ich glaube, wir haben jetzt weit genug uns vorgeknabbert. Dann mache ich nochmal unter der normalen. Und guck mal, was möglich ist. Winter, du und deine Homies, ihr packt das. Da durchrennen. Die Lanzenträger noch dazu. Das ist gar nicht mal so schlecht. In die Lanzenträger vorgehen, um noch eventuelle Fallen aufzudecken. Natürlich gemein, wie wir hier beschossen werden, aber es müsste funktionieren. Okay. Na, jetzt hier noch die mitzuschicken, bringt jetzt auch nichts mehr. Das ist schon wie gehört, viel weiter vorne. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir weitermachen auf diese Weise. Aber ich guck mal, es könnte reichen. Wir haben die Kraft des Hühnerfutters. Ihr habt Günther gehört. Ja, kommt schon. Das wird scheiße knapp. Ja, kommt durch. Und Schlange kaputt machen. Es wird reichen. Sehr schön. Na also. Sieg. Gut, es ging jetzt am Ende doch ein bisschen schnell. Aber wie gesagt, ich wollte mich nur so weit vorarbeiten, bis wir effektiv stürmen können. Okay. Das war jetzt doch das Nest der Schlange. Gegen Ende dann doch relativ fix, wo man sich dachte, wie gesagt, wir waren jetzt etwa hier. Wir hätten klar noch ein bisschen weiter gehen können. Aber es hat so gereicht. Wie gesagt, mein Ziel war, bloß so weit mich vorzuarbeiten, dass ich den Sturm schaffe. Und ihr habt gesehen, es war dann doch relativ knapp am Ende. Hätten wir schon hier gestürmt, es wäre knapp geworden. Also an sich so ein Sturm, egal wo man lang geht, ist sehr problematisch. Es sei denn, man spielt jetzt auf leicht. Leicht haben wir, glaube ich, richtig viele Truppen, oder? Sag mal her. Oh ja, also hier. 28 Bogenschützen, 69, ist das beabsichtigt wieder, 69 Streitkolbenkämpfer, 72, also damit kann man wirklich direkt durchstürmen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal probiert. Aber sehr schwer, da muss man wirklich bis zu einer gewissen Weise tatsächlich taktieren. Aber gut, das war das Nest der Schlange auf sehr schwer. Und als nächstes erwartet uns das dicke Schwein. Oink, oink. Was müssen wir da machen? 6004. Ah, stimmt, das war das, wo wir Brot backen sollten. Alles klar, das erwartet uns das nächste Mal. Und ja, im Übrigen weiß ich, dass mit der HD-Version, mit Version 1.3, noch weitere Invasionsmaps dazukommen. Mir geht's aber im Grunde erstmal um die Maps, die im Ursprungs-Stronghold drin waren. Und das sind die hier.
Inwiefern ich dann, und dann mache ich noch die Ursprungsbelagerungen, die drin sind, und danach, also wenn wir alle Grund, den gesamten Grundcontent gespielt haben, dann kann man natürlich noch die, die Fankarten noch machen, die mit Version 1.3 dazugekommen sind. Aber erstmal geht es mir um, ja, um diese ganzen Grundkarten, die bei der ganz, ganz ursprünglichen Version von Stronghold mitgeliefert waren. Aber gut, dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Das dicke Schwein Oink Oink. Bis dahin. Bye bye.